Was würden Sie davon halten, wenn ich Ihnen erzähle, dass jemand ernsthaft behauptet, die Terroristen von Paris hätten mit Videospielen geübt? Nicht dein Ernst. Oh doch. Wie dumm kann man sein? Damit kann man sich nicht mal erschießen. Hallo, werte Ladies and Gentle Nerds und geil, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, ihr habt richtig gehört, der Kriminologe Christian Pfeiffer oder auch selbsternannter Kreuzritter im Krieg gegen Videospiele. Der hat sich jetzt hingesetzt und behauptet, ja, es ist nicht ausgeschlossen, dass die Attentäter von Paris sich in Spielen wie World of Warcraft getroffen haben, um zu kommunizieren. Denn dort könnte man sich vor anderen Spielern verstecken, denn andere Spieler seien oft abgelenkt, würden nicht mitbekommen, worüber sich andere unterhalten, und das sei von Geheimdiensten und Behörden nur schwer nachvollziehbar. Oh, welch genialer Plan. Es gibt auch einen fucking Privatchat, du Vogel, da muss man sich nicht irgendwo verstecken. Außerdem, nächste Behauptung, die ich mindestens genauso geil finde. Diese ganzen bösen Videospiele, die sind daran schuld, dass junge Muslime radikalisiert werden. Nee, Alter, Arschlöcher sind daran schuld, dass junge Muslime radikalisiert werden. Ich radikalisiere auch gleich mal was. Christian Pfeiffer, Alter. Christian Pfeiffer vielleicht. Ganz ehrlich, wer die Schuld für solche Attentate immer noch für seinen bescheuerten kleinen Privatfeldzug gegen Videospiele nutzt. Der ist doch eventuell vielleicht, ich mag es nur mutmaßen, nicht behaupten, geistig nicht mehr auf der Höhe, Alter. Was meint ihr? Würde mich mal interessieren. Wo wir gerade technisch und am Computer unterwegs sind, wir bleiben technisch und am Computer. Denn Anonymous hat sich jetzt geäußert, großzügig einzugreifen in den Kampf gegen den Islamischen Staat. Das heißt nichts anderes als wahnsinnig fähige Hacker wollen auf den IS losgehen. Aber was soll das bringen? Nun ja, zum einen können Anonymous Hacker Social Media Accounts hacken, dabei eventuell die realen Namen radikaler Islamisten und ihre Standorte herausfinden und diese dann wiederum an Behörden weiterleiten. Dass das ein ganz übles Datenschutzmassaker und ein zweischneidiges Schwert ist, sei jetzt mal dahingestellt. Nur mal erwähnt. Abgesehen vom Liefern von Daten kann Anonymous aber noch mehr. Kommunikation und Koordination zwischen terroristischen Zellen ist das A und O für ihre Scheiße, die sie organisieren. Wenn genau diese globale Kommunikation und Koordination allerdings lahmgelegt oder infiltriert wird, das wären tatsächlich Daten, die einen Durchbruch bei Eingriffen herbeiführen könnten. Und yay, wie wir alle so ein Datenschutzmassaker feiern, ist auch schon schön. Aber sie könnten genauso gut den Geldhahn zudrehen. Der IS finanziert sich zu großen Teilen über das illegale Ölgeschäft, hat aber sein Geld auch nicht unterm Kopfkissen gebunkert, sondern auf Konten, die ausfindig gemacht, eingefroren und nachvollzogen werden könnten. Wer kauft das ganze illegale Scheißöl eigentlich? Hashtag Tankstelle. Im Ernst, was sagt ihr dazu? Darf Anonymous das? Sollte Anonymous das tun? Ich würde euch meine Meinung dazu ja verraten, aber die meisten meiner Antworten würden sie wahrscheinlich nur verunsichern. Hashtag do it like Demisier. Im Ernst, was hat sich der Vogel eigentlich bei der Antwort gedacht? Das Fußballspiel Deutschland gegen Holland in Hannover wurde abgesagt. Grund dafür? Anschlagsgefahr. Natürlich gibt es jetzt tausende saudumme Trittbrettfahrer. Und das wird auch in Zukunft oft passieren. Aber ganz im Ernst, jetzt muss man sich nicht hinstellen und dem Ganzen nachtrauern. Wir wollten ein Zeichen gegen Terrorismus setzen. Wir wollten stark sein und unbedingt zeigen, dass wir da jetzt trotzdem spielen. Ja, kannst du ruhig heulen. Aber du bist auch nicht der, der es dann zu verantworten hat, wenn tausende Menschen sterben sollten. Mittlerweile ist sogar ein Geheimpapier aufgetaucht. Das ist ja nicht mehr geheim jetzt, also mittlerweile ist ein Papier aufgetaucht, auf dem von ganz konkreten Gefahren, nämlich mehreren Sprengsätzen im Stadion und einer Bombe im Großraum Hannover die Rede ist. Ergo, wenn dann, alles richtig gemacht. Wenn nicht, trotzdem alles richtig gemacht, denn Vorsicht ist besser als Nachsicht. Und ein vereitelter Terroranschlag mit null Opfern ist doch auch eine Message, oder? Meine Frage an euch jetzt trotzdem, habt ihr jetzt Angst, auf Konzerte zum Beispiel zu gehen oder eben zu Fußballspielen oder was auch immer, irgendwelche Großveranstaltungen zu besuchen? Habt ihr Angst, dass da was passiert oder sagt ihr weiterhin, nö, jetzt erst recht auf jeden Fall hinter? Eure Meinung dazu auf jeden Fall mal in die Comments. Ich bin wahnsinnig gespannt. Ich glaube, die Antworten werden ziemlich durchwachsen. Apropos Message. Bei den ganzen Messages und Aussagen dürfte die Rüstungsindustrie sich so richtig ins eigene Höschen
jizzen. Ganz im Ernst, die ganze Rüstungsindustrie, die Damen und Herren müssen doch so feucht in der Schlüppi durch ihre Büroräume tanzen. Alle wollen Kämpfe, alle wollen Krieg, alle wollen Waffen. Das BKA will die Polizisten in Deutschland schwerer bewaffnen, fordert mittlerweile sogar Bundeswehreinsätze im Innern. Militär, Militär, Militär. Und der wahre Gewinner dieser Entwicklung, der steht eindeutig fest. Denkt mal drüber nach. Hallo, alle Dudes und Dudeens. Ladies and Gentlemen, willkommen auf der Endcard. Däumchen wie ein Träumchen freut mich wahnsinnig und hilft mir sehr. Also einfach mal kurz auf den Daumen nach oben klicken. Dankeschön. Und vor allem, noch eine Nachricht in eigener Sache. Nicht vergessen, am Freitag um 18 Uhr beginnt er, der Spenden-Livestream Loot für die Welt. Level 2 startet auf twitch.tv/Dr. Freud. Und apropos Dr. Freud, den Kanal findet ihr da oben in der Ecke. Da dürfte, könnte, sollte, müsste heute ein Ranking rausgekommen sein, wenn ich es noch geschafft habe hochzuladen, weil der Tag ganz schön voll ist. Wenn nicht, kommt das morgen Vormittag. Und dort sind unsere Let's Play-Gedöns und unten in der Videobeschreibung ganz, ganz viele Links. Viel Spaß, es war mir eine Ehre, ein Video für Sie gemacht zu haben. Gleich gibt es einen Community High Five durch den Bildschirm. Bis dahin, einen traumhaften Tag euch noch. Und jetzt 3, 2, 1, BAM!